Das war eine prächtige Stadt. Und in dem prächtigsten Wirtshaus kehrte er ein und verlangte die allerbesten Zimmer und seine Leibgerichte. Denn nun war er reich, da er so viel Geld hatte. Dem Diener, der seine Stiefel putzen sollte, schien es eigentlich recht jämmerliche alte Stiefel zu sein. Für einen so reichen Herrn, aber er hatte sich auch keine neuen gekauft. Am nächsten Tag
Prozess.